Korvax scannen. Ja, komm. Oh, oh. Informationsaustausch möglich. Hier bin ich nur ein kleiner Probe. Okay. Frage, warum? Selbst versuchen zu scannen. Ja. Nee. Oh, enttäuscht. Nein. Alles cool. Reisender. Ja. Sehr gut. Sternkarte Jaster. Gott, Artemis Position finden. Was? Ort existiert nichts. Nichts ist tragisch als beschädigter Code. Oh. Fehler vielleicht, hä? Hast du Fehler gemacht? Nein, auf keinen Fall. Cool. Na toll, Artemis. Nächstes Jahr ist noch sehr optimistisch geschätzt, würde ich sagen. Das ist ein Shuttle? Jawohl. Shuttle. Ich glaube nicht, dass ich nächstes Jahr die Soundtracks bereits bearbeitet haben werde. Es ist ja immerhin schon in 4 Monaten soweit. Wobei, gut, nächstes Jahr dauert ein bisschen länger als bloß 1 Monat, ne? Aber nicht. Gib mir ein paar Jahre mehr, Kurin. Und gib mir vor allem ein halbes Jahr Urlaub oder einfach Zeit. Wenn ich ja nicht arbeiten müsste, um Geld zu verdienen und das hier machen könnte, hätte ich auch mehr Zeit für sowas. Theoretisch. Oder müsstest du machen, weil es halt zum Geldverdienen auch irgendwo da ist. Aber gib mir ein paar Jahre. Schlicht übergreifend. Da bist du ja. Ja, bin ich. Ich glaube, ich habe eine Anhöhe gefunden. Wenn du dort bist, feuere ich mit meinem Multiwerkzeug in die Luft, um meine Position zu markieren. Was ist los? Warum sagst du nichts? Artemis, erzähl mir, was passiert ist? Ja, muss ich ja. Ach, Kurin, ein paar Jahre machst du noch, denke ich. Ich erzähle Artemis, dass die Einheimischen die Sternkarte nicht entschlüsseln konnten. Die Außerirdischen behaupten sogar, dass diese Sterne nicht existieren würden. Das ist unmöglich. Ich kann nicht so weit vom kartografischen Teil des Weltraums gereist sein. Du hast mein Schiff gefunden. Tja, fragen, wie Artemis hergekommen ist. Während ich spreche, wird die Leitung von einem Rauschen gestört. Artemis schaut panisch zu den Sternen hinauf. Die Sterne. Sie haben sich verändert, seit ich die Karte angefertigt habe. Sie sind teilweise verschwunden. Wie ist das möglich? Was passiert mit mir? Ich muss weg von hier. Ich muss... Zuerst ist es kaum hörbar, aber dann ist es unverkennbar und wirbelt jede Sekunde lauter. Ein Geräusch hinter seinen Worten. Ein Geräusch, als könnte man Glas schreien hören. Artemis trösten. Ich möchte ihn trösten, doch meine Worte klingen merkwürdig, leer. Ich kann nichts tun. Artemis spricht erneut zu mir. Ich habe die Glyphen zu einem Portal entdeckt, Reisende. Es ist eine Pforte zwischen den Welten. Ich dachte, ich würde jemanden meiner Art finden, aber jetzt weiß ich nicht mehr, ob die Stimme echt gewesen ist. Der Weg ist eingestürzt, als ich noch drinnen war. Ich habe diesen Ort in der Dunkelheit gefunden. Ich dachte, es wäre ein Planet. Ich lag so falsch. Ich kann ihre Gesichter sehen. Ich sehe Samen aus Glas in ihnen. Was? Nach den Glyphen fragen. Die sind weg. Meine Daten sind fragmentiert in... Ja, in was? Ich wollte eine Welt entdecken. Ich wollte andere Reisende finden. Ich wollte nicht... 16. Dein Gesicht getragen. Es... Bitte noch nicht. Ich bin... Das Signal bricht ab. Während es weiterhin knistert, höre ich den Namen durch das Rauschen hindurch. Apollo. Nicht Alpollo, das ist ein Pokémon. Apollo. ID registrieren. Meinem Holitermos nach wurde eine Frequenz zu Apollo hinzugefügt. Gott. Mensch, Artemis. Und das, was Michi sagt, Kurin. Artemis. So ein Mist. War jetzt? Achso. Neuigkeiten überbringen. Machen wir noch. Boom. Wenn ich jetzt diesen Teil der Quest gemacht habe, habe ich Bock, heute nochmal ein neues Sentinel-Schiff zu suchen. Das heißt, ich suche mir nach ein noch nicht bereistes dissonantes System, um noch ein Sentinel-Schiff mir zu holen. Einfach nur, weil ich Bock habe. Und dann mache ich, glaube ich, heute Ende. Also allerspätestens in einer Stunde, eher vielleicht in einer halben Stunde, wenn ich schnell bin. Ist dann heute zu Ende das Ganze. Artemis war da oben drauf, ne? Steig in die Lüfte! Ja! Hallo, Quatsch, Artemis. Nada. Wie hast du es, was hast du erfahren, Reisender? Was erzeugt das Signal der Artemis-Entität? Das Portal erwähnen. Ich erzähle Nada, wie wir Artemis' Position nicht verstanden haben. Ich erkläre den seltsamen Nachrichten. Apollo und die Portalglyphen. Nada hält inne. Sein Licht blinkt beim Verarbeiten der Informationen. Noch mal Leute neben mir. Multiplayer-Spieler. Artemis wechselt zwischen den Welten.
in den Datenfall. Unser Zuhause lebt in diesen Räumen. Diese Löcher sind jedoch stabil, klein. Na, da ist besorgt, Reisender. Die Risse zwischen den Iterationen sollten sich nicht ausdehnen. Es wird uns nicht helfen. Erinnert sich die Artemis-Entität immer noch nicht an Nada? Nope. Das ist ein Rätsel, eine Falle oder eine Tragödie? Nada kennt die Apollo-Entität nicht. Sehr merkwürdig. Wenn Reisende-Entität neugierig ist, hat Nada einen Ratschlag. Der zügellose Blutrote ist das Werk der Atlas-Falschheit. Andere Korvax sagen, er sei eine Gottheit. Nada weiß es besser. Die falsche Atlas-Entität jagt Nada, aber Reisender könnte sie ausfindig machen, sie weglocken. Okay. Danke für noch mehr kryptische Nachrichten und so. Ich kaufe mal ganz schnell, wenn ich schon mal hier bin, das Tool zum Landen für mein Raumschiff auf Wasser. Wie vorhin erwähnt. Da haben wir es. Jetzt geht auch das in Bälde. Das habe ich auch noch nicht gekauft. Was soll's? Frachtscan, ja. Werde ich auch irgendwann brauchen, ist doch ganz klar. Flop. Nee, das ist mir. Ich fliege ja nicht vor Leuten. Was soll der Quatsch? Das brauche ich nicht. Okay. Und Anzug-Upgrade. Oder auch nicht. Ich war auch mal schon in diesem System mal hier an dem Ding dran gewesen. Dann geht's halt nicht. Ruhe. Was ist das hier eigentlich? Gar nichts, okay. Und was wolltest du von mir noch? Guck mal, der ist nur Polo. Ohne All. Portalen. Achso, was war das Ding? Genau. Der gibt mir Koordinaten, brauche ich aber nicht. Hat das wenigstens selbst. Schwarze Löcher auch. Außerdem verfolge ich die Quest gerade nicht. Ab dafür. Piu! Ha! Glitch-Typ. Komischer Glitch-Typ. Es ist halt cool, dass die Anomalie generell so eine Schnittstelle für Multiplayer-Sachen ist, wo man sich dann sehen und auch, glaube ich, miteinander reden und verabreden und in eine Party reingehen kann. Wenn man das möchte. Das sieht aus, als würde da eine Zivilisation existieren, aber ist ja nicht so. Leider. Na gut, was sagt meine Quest jetzt? Okay. Ja, ich muss das hier weitermachen, nehme ich an. Ich habe ja alles davon nur schon gekauft. Dann wäre das meine Mission. Mache ich aber nicht. Das ist doch mal schon die nächste Mission dann, oder die Folgemission. Ich suche mir, wie gesagt, einen dissonanten Planeten. Beziehungsweise ein dissonantes System. Und hole mir ein neues Wächterschiff. Dissonant, da ist es ja schon, siehst du. Läuft. Ab dafür. So, für alle, die noch nicht wissen, wie es läuft, jetzt gibt's das mal zu sehen. Wie bekomme ich mein eigenes Wächterschiff? Ganz einfach. Ihr habt schon gesehen, ihr sucht nach einem dissonanten Planetensystem. Seid dann im System drin. Der ist nicht dissonant. Scannt nach und nach die Planeten hier und der dissonant ist, auf dem landet ihr und dann geht's gleich weiter. Warte mal ganz kurz. So, ist besser zu finden, die Planeten. Nö. Na toll. Der ist hinter dem der Planet. Ach, ist das schön. Na? Wo versteckst du dich, du Scheißer? Oh, warte, hier. Aha. Schön grau. Dissonanz entdeckt. Da haben wir ihn. Abscheuliche Brut. Oha. Na gut. Dann wollen wir mal. Moment, warte kurz. Es gibt hier keine Raumstation, ne? Nee. Irgendwie nicht so. Ich wollte gerade sagen, es gibt ja in dissonanten System generell keine Raumstation. Das ist ja Quatsch. Ich komme ja gerade von einer... aus so einem System. Egal. Ich hätte ganz gerne noch vor dem Kampf gegen den Frachter und so mein Inframesser aufgewertet, aber was soll's. Geht ja auch so wunderbar. Ich hab's immer schon geschafft mit weniger als dem. Trotzdem hätte ich gerne noch mehr rausgeholt. Aua. Und das Coole ist,
Wenn man erstmal so einen Planeten hat, wo man das Wächterschiff finden kann, da kann man im Prinzip endlos Wächterschiffe spawnen mit der Methode, die man dann macht. Und es ist immer das gleiche, es ist immer exakt das gleiche Wächterschiff. Das heißt aber auch so viel wie, wenn du ein spezielles... Was ist hier los? Ich sehe gar nicht durch, was hier auf dem Planeten los ist gerade. Okay. Wenn du kein Glück damit hast, ein Wächterschiff zu finden, was dir optisch gefällt, kannst du theoretisch... Alter, ist ja voll dicht alles. Na? Na? Kannst du theoretisch dich im Multiplayer-Netzwerk erkundigen, irgendwo auf irgendwelchen Foren oder bei irgendwelchen Streamern wie mir zum Beispiel, was da so für Planeten unterwegs sind und was du da für Wächterschiffe haben kannst und dann dir die Koordinaten geben lassen und die Glyphenanzahl, das habe ich jetzt noch nicht freigestellt, bei mir geht es noch nicht, glaube ich, weil ich in der Story nicht so weit bin, aber theoretisch kannst du dann die Glyphen kriegen von mir oder von sonst wem und auf diesen exakten Planeten reisen, wo ich jetzt auch gerade bin und diesen exakten Wächter dir auch holen. Das ist halt ein total geiles System, finde ich. Hallo? Nein. Das Fliegeding will ich haben. Habe ich nicht. Fledermausvogel. Oh, heiß und brennend. Ja, gut, nein, ich wollte Bienenlaser. Kommt ihr Wächter, wo seid ihr? Holt mich doch, wenn ihr euch traut. Bisschen Stunk machen hier. Oh, ist aber echt heiß. Fällt mir nicht. Kommt keiner? Wo kommt hier keiner? Doch mal her, mich jagen. Also ihr müsst vielleicht auch mit den Seiten der Dissonanz dann die Wächter erstmal auf euch aufmerksam machen, sonst geht gar nichts weiter. Ich sehe keinen einzigen Wächter, voll doof. Boah. Alles brennt. Aber ich glaube, ich gönne ein paar Sturmkristalle. Zum einen bräuchte ich irgendwas später noch. Und zum anderen, glaube ich, lockt das auch Wächter an, wenn ich die Dinger einfach aufsammle. Ich mach mal sicher selber diesen hier. Mein Schiff bis nicht daran holen. Wenn es denn ginge. Ach, Mann. Komm schon. Landung nicht möglich. Machen wir gleich. Gravatino-Bälle kommt Wächter. Ja, aber ich glaube auch bei Sturmkristallen. Ich werde es gleich sehen. Ein Bälle habe ich jetzt gerade nicht hier parat, leider. Na. Sag mal, wieso geht das denn nicht? Geht doch. So, wo ist der Sturmkristall? Da drüben. Na. Ja, ja. Schlafen bei... Oh, ist das krasse Lava. Irgendwas Gedönse. Hä? Hä? Ah! Verdammt, ich kann ihn nicht mehr nehmen, weil jetzt... Oh. Das Gewitter ist vorbei. Ihr Ding hat sich mal aktiv. Scheiße, ich hab's lange gebraucht dafür. Kacke! Mist! Ah! Sturmkristall, merke, Sturmkristall kann man nur während eines Sturms ernten. Hatte ich vergessen. Bzw. es ist jetzt nicht so einfach machbar, als wenn ich jetzt... Ach, Kacke. Ah! Nehmen wir den. Geht auch. Komm her, lieber Ball. So, jetzt haben wir die Wächteraufmerksamkeit. Jetzt könnten wir die Dinger hier an Land besiegen, aber ich bin ja großer Fan vom Landkampf, zumindest aktuell noch nicht, weil ich noch nicht so gut ausgerüstet bin dafür. Ich fliege also ins All und mache da meine Wächterkämpfe. So, Welle 1 kommt. Komm ran, du. Die hat ganz schön gute Schilde, muss ich sagen.
habe das Gefühl, dass ihr meine Feuerkraft angepasst. Alter, was? Ich hab ja kaum Schaden. Ach so, Hä? Warte, Wächter? Warte, was? Das falsche Schiff. Scheiße. Das falsche Schiff. Wieso hab ich nichts? Hä? Ich hab den falschen Wächter gerufen. Nein. Ach, ich wundere mich hier. Nee, mit dem ist kacke. Dem kämpfe ich nicht. Der hat gar nichts. Und wir landen. Mist. Verkackt. Aber... mein Shortcut benutzt eigentlich. Auf dem Shortcut ist doch der andere drauf. Landen, landen, landen. Das Dumme ist, ich glaube, ich kann erst mein anderes Schiff gar nicht auswählen, wenn ich im Kampf drin bin, oder? Verdammt. Ah, jetzt weiß ich. Okay, das war der Fehler. Nee, kann ich nicht. Den falschen Shortcut genommen. Ich habe ein anderes Schiff gewählt, statt es herkommen zu lassen. Hab ich nicht so richtig drauf geachtet. Da muss ich fliehen. Na toll. Also, so macht man das übrigens nicht. Lasst euch das eine Lehre sein. Scheiße. Erstmal geht die ein bisschen weglaufen und verstecken. Und schon mal zum nächsten Ball. Um die nächsten anzulocken. Das ist aber hartnäckig. Ja, ja, Corinne, genau so. So, ich glaube, ich suche mich jetzt und sehen mich aber nicht. Oder? Ist hier nirgendwo, was wir jetzt suchen? Ja, ich könnte mich tarnen, aber ich habe noch mich gar nicht erforscht. Ausbilder Schmied übrigens. Dunkle Grüße. Ich habe bisher einmal mich geweigert, die Tarnung zu nehmen tatsächlich, weil ich es irgendwie so ein bisschen als Schiefbruder empfunden habe. Aber vielleicht hast du recht, ich soll es mal tatsächlich in Angriff nehmen. Aber ja, ich habe genau das da bisher nicht geholt. Erweise ich gerade als unpraktisch. Aber recht hast du halt, ja. Was Schönes. Die können mich doch gar nicht mehr sehen. Boah, sind die hartnäckig. Ekelhaft. Moment, warte kurz. Zerstört, um Zeit für Flucht zu gewinnen? Bringt doch eigentlich gar nichts. Oh, nun, lass doch mal ab von mir. Und weiter und weiter und weiter. Also, wie schon erwähnt, es ist super einfach und kein Problem, sich so ein Wetterschiff zu holen. Ganz, ganz einfach. Macht einfach so wie ich. Und jetzt seid ruckzuck nicht nur Millionär, sondern auch noch reich an coolen Wetterschiffen. Ja. So und nicht anders ist es. Boah, ich habe noch nie Probleme gehabt, die abzuhängen, so wie jetzt gerade. Das gibt's ja gar nicht. Und die sind Millionen Meter weit weg irgendwie. Warum lasst ihr ja nicht ab von mir, die Schweine? Also im ehesten muss ich etwas System verlassen jetzt. Und einfach. Ich glaube, wenn ich weggeflogen wäre, wäre ich also mit dem Schiff wäre ich besser dran gewesen. Nur weil ich das falsche Schiff gewählt habe, das gibt's doch gar nicht. Ich kann mein aktuelles Schiff nicht rufen, oder? Nee, gar nicht halt einfach. Ah, oh, Leute. Fliegt zu den Sternen, haben sie gesagt. Macht Spaß, haben sie gesagt. Ein tolles Abenteuer. Völlig ungefährlich, haben sie gesagt. Am Arsch! Oh ja, das auch noch. Oh. Tatsache. Der ist dicht dran an mir. Sieht mich trotzdem irgendwie nicht, oder?
kommt er nicht zu mir geflogen? Also irgendwie sehen sie mich doch nicht. Toll. Ganz toll. Ist auch noch eine scheiß Gegend hier. Ich komme hier gar nicht rauf und nix. Mein nächster Versuch wäre, die abzuknallen, aber da muss ich erstmal in Reichweite kommen. Oh, Jet, nein. Jetpack ist alle. Läuft. Warum ist mir auch noch? Wie im echten Leben. Nur habe ich hier keinen Ventilator dabei. Das kann nicht sein. Also normalerweise wären die schon längst alle weg, die Dinger. Genau. Was ist das denn hier Schönes? Phosphor. Ah, ehrlich jetzt, Phosphor ist ja super langweilig. Ich kann mein Schiff nicht rufen. Da war so, ja, ich hau ab vom Schiff, läuft. Und dann sind die auch gleich weg und überhaupt sowieso. Aber was ist los mit denen? Mein Schiff ist jetzt sonst wo. Ich muss zum Schiff zurück. Wo ist es denn? Da. Ich flieg zum Schiff zurück. Das bringt mir so alles nichts hier. Scheiße. Profis bei der Arbeit. Hat sie jemand gesehen? Nein, ich auch nicht. Gut. Sind wir uns einig. Wow. Einfach wow. Voll verkackt. Das Schiff ist ja gar nicht weit weg, ne? Nur. Ja gut, meine Luftlinie ist okay. Nur kann ich die nicht einfach so nehmen. Los, Bergsteiger. Oh, ii. Noch durchgewabbelt. Die Gefechter, ich lage mich immer noch. Was ist das? Unglaublich ist das. Hab ich noch nicht erlebt, dass sie so lange dranbleiben. Und vor allem nicht mal in meiner Nähe. Die sind ganz weit weg von mir. Verstehe ich nicht. Ich vermute fast einen kleinen Glitch dahinter, aber keine Ahnung. Was ist da oben drauf? Oh. Der nächste Berg, den ich steigen muss. Sehr gut. Ja, kein Ding. Ich fliege einfach in das unbekannte Nebelschwarten-Ding rein. Was soll schon passieren? Oh, warte. Sturmkristall. Wenn ich schon mal hier bin, dann lege ich jetzt den Sturmkristall noch mitnehmen einmal. Das ist eine Art Belohnung für meine Mühen, würde ich sagen. Komm. Meiner. Los! Ja, immer weiter springen. Wie so ein Frosch. Und das ist schon vorbei tatsächlich. Oh. War ich gerade noch rechtzeitig dran gewesen am Sturmkristall. Da kommt Freude auf. Und der Sturm ist doch noch da, wie es aussieht. Na was, dann schalte ich mal. Aber die Wächter sind... Keine Ahnung, weit weg einfach. Alles einsteigen. Ja, Abfangjäger. Kaum bist du, ich fliege doch nicht mal, aber kaum bist du drin, geht's los. Oh, ich habe. Super! Ich bin bei Level 2 jetzt schon. Ja, nee, komm. Ich entferne mich vom Planeten einfach. Das ist das Sinnvollste, was ich jetzt machen kann. So eine Kacke! Geht weg. Ich würde zumindest sagen, hier im Raumkampf kann ich einigermaßen abhauen. Die jagen mich ja nur begrenzt weit. Hätte ich wieder gleich machen sollen. Aber ich dachte, ich kann die leichte abschütteln, weil das so ewig schwer ist. Habe ich noch nicht geahnt. So, weg sind sie. Nächster Versuch. Also, liebe Leute, wer es noch nicht weiß, ich zeige euch jetzt mal, wie man wunderbar, ohne Probleme, ein Wächterschiff, ein Sentinel, sich erobern kann. Erstens, man steuert ein dissonantes System an. Zweitens, man sucht den dissonanten Planeten in diesem System. Drittens, man landet dort. Das machen wir jetzt.
So. Und bevor ihr landet, bevor ihr weitermacht, vergewissert euch, dass ihr das richtige Raumschiff habt. In meinem Fall die Enterprise E im Sentinel Design. Ist ganz wichtig. Jetzt sind wir auf diesem Planeten. Sucht euch irgendeine Quelle, wie zum Beispiel ein schwebender Kristall. Das könnte vielleicht reichen, mal gucken. Besser wäre ein Gravitino-Ball. Normalerweise musst du aber bloß einmal ein paar Dinge abschießen. Bisher, das ist die erste Welt, wo es halt nicht so ist, tatsächlich, aber dafür sind die Wächter super, super nervig beim Jagen. Muss ich generell nur Tiere abschießen oder irgendwas abschießen, damit die Wächter wieder aufmerksam werden? Oder zumindest was scannen? Und wenn sie mich dann noch nicht angreifen, schieße ich auf einen und dann grenze sie mich an und dann haust du ab. Aber gut, wir schnappen uns so einen Ball, jagen den Zorn der Wächter auf uns, beziehungsweise den Zorn des Atlas, denn die Wächter sind alles bloß quasi Arbeitsdrohne vom Atlas, den quasi Schöpfer und Gott dieser Welt, die ja sowieso unser Feind ist, zumindest will uns das Nada sagen, die aus der Anomalie eben gerade. Und ja, aber jetzt suchen die schon. Schon bin ich von deren Radar verschwunden, das gibt's doch gar nicht. Das war eben verbuggt, ich sag's euch. Ich bin kaum weggerannt und schon haben die meine Fährte verloren. Wollte mich verarschen. Da ist ein Mächter. Also ihr müsst es, während ihr gejagt werdet. Ja, das ist wichtig. Während ihr gejagt werdet, müsst ihr es schaffen, ins All zu türmen. Ich zeig gleich, wie das geht. Mit ein bisschen Glück. Ah. Oh, bist du kaputt? Bist du kaputt. Jetzt habe ich ihren Zorn erregt. Wo ist mein Schiff? Hä? Schiff? Was zum... Ich habe bei Schiffsartig gelandet. Hä? Hä? Mein Schiff ist... Wollte mich verarschen. Mann, ich dreh durch. Wo ist mein Schiff? Es müsste genau hier sein. Och, Leute. Ach, ich hab's doch hier landen lassen gerade, oder nicht? Ja, awesome. Aber steht doch da drüben nicht, wo ich... Es muss hier sein, laut Anzeige. Ich könnte kotzen. Ja, genau, so macht man das. Es war ein Test. Das war noch ein Test. So macht man das schon wieder nicht. Aber wo ist mein Schiff denn? Es müsste genau hier stehen. Da, hier ist es auch. Ihr seht ja da oben mein Radar. Schiff hier, Schiff weg. Ah! Ah, da oben. Da oben ist es ja. Ja, klar. Also... Ich bin... Was ist denn das? Aber das Gute... Ich glaube, die Wächter haben abgelassen von mir. Tatsache. Wieso jagen die mich denn jetzt schon wieder nicht mehr? Ich bin doch genau in deren Visier gewesen. Oh, es kann nicht noch schiefer gehen. Landet bitte nicht auf einer Pflanze, sondern am Boden. Da steigt ihr dann viel leichter ein. Profi-Tipp. Von Nobilix. Ja. Oh, das gibt's einfach nicht. Ich trinke mal was. Einfach so. Aus Spaß und der Freude. Dieser ganze Planet ist verbuggt. Ja, schön, dass du mich kaputt lässt. Dieser ganze Planet ist verbuggt. Erst hören die nicht auf, mich zu suchen. Dann suchen die mich gar nicht mehr. Und ach, ich weiß auch nicht. Jetzt brauche ich wieder so einen scheiß Ball. Da. Also. Ihr wollt ein Wächterschiff haben. Folgender Ablaufplan. Sucht euch ein Planetensystem, das dissonant ist. Steht in der Beschreibung. Kein Problem. Seht ihr auf der Galaxiekarte. Fliegt in das System. Sucht den Planeten. Es gibt nur einen im System normalerweise. Der dissonant ist raus. Mit dem Weltraumscanner. Per Default auf Tastatur und Maus mit C.
fliegt hin, landet dort, wählt ein kampffähiges Schiff aus. Guck mal, das so. Macht die Wächter zornig auf euch, so wie ich jetzt gerade. Wunderbar. Und dann nehmt die Beine in die Hand, lauft zum Schiff, das hoffentlich sicher gelandet ist. Passt auf, dass es sicher gelandet ist. Und verzieht euch vom Planeten. Ab ins All. Das All ist nämlich schön.